dem Ding hier hochfahren. Dann das wieder nach da schießen. Das kann ich rausfahren. Dann kann ich hier rüber balancieren. Und hier kann ich auch rüber. Und dann kann ich damit den Kiste da runter schieben, damit die Kiste mir die Tür aufmacht. Okay, easy. We have to save the crew. Life has worth. They deserve a life outside of this planet. Do you know what happens when this organism attaches itself to a growing child? Do you know what happens when this organism attaches itself to a cancerous cell? No, you do not. You are naive. You propose saving the crew as if it resembled a rational thought. Your words are emotional platitudes rooted in selfishness, self-preservation, and fear. I need to get them home. It is not your job. Es ist nicht mein Job, sie nach Hause zu bringen. Okay, schade. Ich hätte es irgendwie gedacht. Aber irgendwo hat Tommy ja halt auch recht. Ich verstehe halt nicht, warum Ava so krass ist. Was gibt's denn hier so Schönes überall? Aha. Da brauche ich zwei Türen, damit ich dann da raus kann. Zwei Kugeln. I've got an idea. Das Problem ist, wenn ich den blauen rausnehme, komme ich hier nicht mehr rein. Den roten brauche ich, um wieder wegzukommen. Kann ich leider erst den blauen mitnehmen? Der hier. Dann komme ich da nicht mehr rein. Was da oben brauche ich die Plattform für. Die brauche ich, um diese Tür aufzumachen. Ist ein Würfel. Wenn ich den roten da reinstopfen, könnte ich ja. Muss irgendwie noch eine Kugel rankriegen. Die rote Kugel kriege ich aber nicht ohne eine blaue Kugel. Die komme ich auch von nirgendwo anders dran. Um an den Würfel zu kommen, brauche ich darüber. Dafür brauche ich das. Vielleicht habe ich ja noch irgendwas übersehen. Hmm.
keinen Sinn. Außer wenn der Rote noch mehr so diese Schranke powern würde. Dann ja. Oh, warte, ich bin doof. Bin ich da jetzt nicht früher drauf gekommen? Easy. So, jetzt habe ich zwei von den Kugeln. Warte, ich brauche eine Kugel, um da rüber zu... Ich denke, ich habe gerade spontan eine Idee. Wir brauchen die Kiste. So. Ich brauche den hier. Und den hier brauche ich. Noch zwei Kugeln. Was mache ich denn da für ein Blödsinn? Ach ja, stimmt, die Tür ist zu. Den Würfel hier irgendwie hochkriegen. So kriegen wir den Würfel da hoch. Und wieder zurück. So, haben wir den Würfel. Damit können wir das da powern. Damit machen wir das. Tada! Easy going. Ava, your survival is of small importance compared with the survival of humanity as we know it. Sieht eher so aus, als wenn wir ihn hier oben brauchen würden. Auch kein Hexenwerk. Das anders ständig, aber jetzt nicht.
Bitte einfach durch das Fenster, Ava. Wait a minute. Der Kasten fährt einfach nur Karussell. Was habe ich immer noch nicht hier oben? Wie kriege ich das bewerkstelligt? Ich brauche da unten was, was aber die ganze Zeit im Kreis fährt. Nicht das da rausnehmen, bleibt nur das Laufband stehen. Wie kriege ich den fahrenden Tom hier oben hoch? Also, der Hebel ist... Wofür ist der zuständig? Setzt den Strom um von da hinten. Alternative Stromquelle. Die man sich von hier oben... theoretisch ziehen könnte. Könnte Tom da hinten vor die Wand stellen. Den hier von hier aus fernsteuern. Ich brauche den Würfel wieder. Okay, Tom geht oben nicht raus, so ohne weiteres. Du stellst dich schon mal hier hin. Möglichst weit in die Ecke, damit ich ja nicht drankomme von dort aus. So, dann machen wir da oben wieder Strom. Da liegt der Kasten. So.
Dann kann ich hier hoch. Dann fahre ich mit Tom hier rein. Geh zurück zu Ava. Lass den Kasten fallen. Und komm an Tom nicht mehr dran. Vielleicht komme ich da ja gerade so dran. Ja, vielleicht reicht das ja. Dum-di-d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 u. Sieht schlecht aus. Wie wäre es, wenn Ava einfach das Obstacle ist, was da unten im Kreis fährt? Da muss ich mit Tom nochmal wieder da raus, während Ava im Kreis fährt. Kann Tom dann da... Oh, hab ich mich gerade vor mir selber erschreckt, Alter. Kann Tom dann hier im Kreis fahren? Am besten sollte ich ihn so stellen, dass ich ihn... dort aus sehen kann. So, der Strom wird wieder nach unten gelegt. Ey, was setzt die Mittel, setzt in der Mitte wieder das Laufband ein. Man fährt jetzt lustig im Kreis. Oh, gerade so zu langsam. So. Bye bye, Ava. Mist, ich kann nicht mit Tom rausfahren. Das ist irgendwie so ein Witz gewesen, mit Tom rausfahren statt mit Ava. Na gut, dann halt nicht. Das wäre nämlich echt cool gewesen. Chapter 7. Kommt das jetzt oder haben wir das gerade gehabt?